Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Der Bärs Verlag ist wahrscheinlich jedem von euch ein Begriff, wenn ihr im Bereich Schädlingsbekämpfung, Lebensmittel oder Zertifizierung was zu tun habt. Der Bärs hat immer eine Jahreshauptkonferenz in Frankfurt, wo alle Qualitätsmanagerinnen und Manager aus der Branche zusammenkommen, sich informieren über die neuesten Trends und Techniken und die Zukunft. Und dort wurde ich eingeladen, bin ja auch Fachautor für ein paar Bücher, die der Bärs herausgibt, und ich habe einen Vortrag gehalten zu der Zukunft der Schädlingsbekämpfung. Viel Spaß beim Video. Ich bin hier zum Glück heute nicht mit einer Vertriebsmission. Ich darf ganz objektiv hier und unparteiisch als Berater agieren. Ja, ich steige jetzt einfach mal an und erkläre Ihnen, wer wir sind. Noch kurz zu mir privat. Ich bin 32 Jahre, geborener Münsteraner, wohnhaft in Paderborn, wo unsere Unternehmensgruppe auch sitzt. Und ja, für den Bärs auch als Fachbuchautor tätig. Und ja, wirklich leidenschaftlich, was dieses witzige Thema der Schädlingsbekämpfung angeht. Wie kommt man in dieses Feld? Das werde ich häufiger gefragt. Meine Eltern haben schon darin gearbeitet und dann ist es relativ leicht. Ich glaube, wenn man sonst irgendwie kein Absolvent kommt von der Uni und sagt sich, ich will nicht zu PwC, auch BCG, alles nicht so spannend. Ich will zu Biotech Lute oder Gesa oder Futura oder Rentokil oder Anticimex die Schädlingsbekämpfung machen. Das passiert nicht. Also ich glaube, da wird man irgendwie so reingezogen. Ist aber ein witziges Feld, denn Sie haben natürlich alle damit zu tun. Aufgrund der Zertifizierung in Ihrem Unternehmen ist Schädlingsbekämpfung, wissen Sie, ein Knockout-Kriterium. Meistens in der Geschäftsführung, im Vorstandsebene ist es nie wirklich wichtig. Es ist ein Teil halt der Zertifizierung. Allerdings, wenn es dann mal knallt und wenn ich dann in einer Charge irgendwie mal ein Käferchen habe oder Mäusekot oder sowas, dann dreht es ein großes Rad, dann werden die Dienstleister mit ins Boot geholt und dann wird das Thema wirklich auch auf Vorstandsebene relevant. Deswegen, wie gesagt, ich schließe mich da meiner Vorrednerin an. Prävention ist da wichtiger als Reaktion. Und mein Thema heißt ja heute auch Digitalisierung, unter anderem in der Schädlingsbekämpfung. Das ist nicht nur ein Buzzword, sondern das hat wirklich richtig tolle Effekte, die man eben in großen, kleinen Unternehmen weltweit nutzen kann und messen kann. Und da rede ich heute mal drüber. Ich fange jetzt mal an und erkläre, was wir sind, wer wir sind. Wir sind eine Unternehmensgruppe. Und ich bin heute hier für Futura. Ihr sehen Sie es bei Biotech Lute, das ist eine andere Marke von uns. Das ist unser Dienstleistungsunternehmen, was deutschlandweit tätig ist. Die machen eigentlich keine Privatkunden, sondern nur die Lebensmittelindustrie und Pharma. In der Dienstleistung, das heißt QM-Betreuung. Biotech war damals auch 2006 die erste Firma, die mal eine digitale Falle eingeführt hat. Das war damals noch wirklich witzig. Also da kam ein Auditor aus Amerika vom AIB und sagte, hey, hier dürft ihr keine Köder mehr nutzen. Dann haben wir Fallen da eingesetzt, dann kam das Tierschutzgesetz, einmal am Tag kontrollieren. Und dann haben wir damals das war wirklich so MVP, Minimum Viable Product, wie man das nennt, haben quasi so einen Fenstergriff, Alarmanlagen, Sensor umgebaut in eine Mausefalle. Und das hat dann irgendwie einen Monat gehalten. Das war damals wirklich Entrepreneurship, wie man so sagt, und ganz witzig. Und es hat aber wirklich dazu geführt, dass der Auditor nachher im Audit sagte, weil die Falle wirklich gefunkt hat, 2006 wohl bemerkt, das iPhone noch nicht rausgekommen, dass das die Zukunft der Schädlingsbekämpfung ist. Und seitdem kümmern wir uns das Thema, haben mit Biotech auch die erste digitale, zweite digitale Dokumentation vollautomatisch eingeführt. Das ist so der Dienstleistungsbetrieb. Für den bin ich heute aber nicht hier, wollte ich nur erklären. Ich bin heute hier für Futura. Wir stellen mit Futura einfach Alternativen her zu Bioziden. Ich sage mal ganz leicht, wenn man nicht vom Fach ist, quasi Wettbewerber von Bayer, auch wenn wir noch ein sehr kleines Familienunternehmen sind, nicht so wie Bayer, so ein Konzern, börsennotiert ist. Denn wir stehen dafür, dass in Zukunft, wie Herr Nölle ja auch schon sagte, mehr und mehr von diversen Instanzen Biozide einfach verboten werden. Wir sind aber nicht opportun und sagen, hey, jetzt, weil es einfach von der Gesetzesseite verboten wird, machen wir Alternativen. Wir haben das damals schon aus ideellen Gründen, aus Ideologie und Überzeugung gemacht, weil wir sagten, die Biozide, Insektizide, wie sie alle heißen, die funktionieren nicht mehr in der Industrie. Nicht nur, weil sie vom IFS, AIB, BRC verboten und eingeschränkt werden, sondern weil wir auch andere Punkte haben. Da gehe ich jetzt mal kurz drauf ein. Das war genau die Fragestellung, die wir an uns selbst quasi gerichtet hatten oder an Kundengesprächen mal erörtert haben. Gifte sind einfach nicht mehr Stand der Technik. Also ich sage mal Gift, weil ich möchte das nicht ich möchte es halt sehr praxisorientiert formulieren alles. Also klar, Rodentizide, Antikoagulantien, Insektizide sind die Fachwörter, aber ich rede heute mal ganz normal von Gift. Und wir haben eben ganz große Probleme, nicht nur die Standards, sondern wir haben Köderscheu, wir haben Resistenzen, wir haben Primärvergiftung, Sekundärvergiftung, große Umweltrisiken. Deswegen brauchen wir einfach Alternativen. Und ich gehe jetzt auf die Umwelt ein, aber ganz wichtig, die Umwelt kommt bei uns nur an Punkt 2. Denn Punkt 1 ist für uns Effektivität und all die Sachen, die ich heute vorstelle, haben wir umgesetzt, weil wir gesagt haben, die alten Mittel sind für uns nicht mehr effektiv genug. Es wird allerdings immer wichtiger und klarer, dass die Umwelt ein ganz, ganz krasses Argument auch dafür ist, dass man sich unbedingt umstellen muss.
Ich habe vielleicht auch so ein bisschen so eine private Prägung. Ich komme vom Land, Bauernhof, da wurde natürlich immer mit Giften agiert. Wie Sie wissen, Landwirte dürfen noch Rattengift kaufen. Wir als Endkunden dürfen noch im Reifeisen Ratten- und Mäusegift kaufen. Wir wissen aber häufig nicht, was passiert damit. Selbst mein Onkel wollte letztens bei uns zu Hause noch ein bisschen Rattengift streuen, weil er meinte, eine gesehen zu haben. Wir wohnen allerdings, um uns herum sind nur Felder. Und Sie können sich vorstellen, wenn die Ratte draußen auf dem Feld dann stirbt, die Stoffe, Rattengifte, sind PBT-Stoffe. Das heißt persistent, bioakkumulativ und toxisch. Toxisch ist klar. Herr Lülle sagte gerade schon schön, so wie es ist. Es sind Wirbeltiere, es sind Säugetiere. Also es ist auch nicht für uns, nicht für Vögel, es ist nicht für Füchse und andere Wildtiere so gut, wenn die Rattengift irgendwie da rankommen. Und Persistenz, das steht eben dafür, dass wenn die Ratte auf dem Feld stirbt, dass wenn ein Greifvogel die Ratte jetzt zum Beispiel frisst, auch der stirbt. Ja, das ist häufig bei Ihnen im Unternehmen vielleicht. Ich habe letztens eine interessante Story gehört von jemandem, der in der Milchproduktion tätig ist. Die haben draußen ganz, ganz viele Rattenboxen mit Gift. Und dann hat der Dienstleister gesagt, ja, stellen Sie auch Greifvögel-Sitzstangen auf. Das hilft sehr gut gegen Ratten oder gegen Mäuse. Und leider hat man aber nicht parallel aufgehört, das Gift zu reduzieren, sodass diese Greifvögel, die sich da erst angesiedelt haben, ganz schnell wieder weg waren. Und das hat ein bisschen damit zu tun gehabt, dass natürlich die Ratten und Mäuse das Gift gefressen haben, waren leichte Ziele, ne, oder lagen oben auf der Oberfläche, wurden von Greifvögeln gefressen und auch die sterben dann. Also es ist einfach eine Kette. Und mittlerweile, jetzt gehe ich mal hier auf die Slides ein, hat das Umweltbundesamt und die Umweltbundesämter Europas, aber auch der Welt, die zusammenarbeiten in verschiedenen Verbänden, haben einfach ganz viele Studien mittlerweile veröffentlicht, unter anderem eine ganz spannende aus November 2018 von Dr. Julia Regneri, die nämlich gesagt hat, dass in der Mosel hat sie Fische analysiert und in den Fischen wurden wirklich große Rückstände von Antikoagulantien, also Rattengift, gefunden, sogar alte Wirkstoffe, die eigentlich nicht mehr legal auf dem Markt verfügbar sind. Sehr, sehr besorgniserregend. Wenn es schon im Wasser ist, nimmt das Uber das sehr ernst. Deswegen kann ich auch schon mal als kleinen Sneak Preview sagen, da kommt bald noch was vom Uber. Und wir wissen ja auch, wie Herr Nulles schon mal sagte, gerade die Biozide werden auch immer mehr eingeschränkt vom Uber, unter anderem mit den sogenannten Risikominderungsmaßnahmen, sodass Sie mit Ihren Dienstleistern wahrscheinlich im Gespräch sind, wegen der perfekten Schädlingsbekämpfungskonzepte. Ihre Dienstleister haben Ihnen bestimmt dann empfohlen, auf 12 Besuche pro Jahr hochzugehen. All das ist valide und es wird aber sich in Zukunft noch stärker verändern. Da gehe ich heute drauf ein. Und diese Studien, die das Uber jetzt gerade beendet hat und die bald offiziell erscheint, wird eben das Thema Wasser noch mal viel intensiver behandeln und dazu führen, dass in den nächsten paar Jahren sicherlich noch was passiert, gesetzestechnisch. Dann ein kleiner Fakt für Sie alle mal so to digest, wie man auf Englisch sagt. Menge an Ratten- oder Mäusegift, die habe ich mir mal selbst versinnbildlichen wollen, indem ich geschaut habe und Studien mir angeschaut habe, wie viel Ratten- und Mäusegift eigentlich verkauft wird. Da gibt es eigentlich drei Hauptabnehmer. Es gibt uns Profidienstleister quasi, es gibt die Endverbraucher, die im Reifeisen das Zeug noch kaufen können und es gibt die Landwirte. All die Zahlen sind sehr schwierig zu besorgen und hier steht auch die Lösung schon, wie viel es ist und die variieren, weil das sehr intransparent ist. Also Bayer sagt nicht, so und so viele Tonnen habe ich dieses Jahr verkauft, es gibt immer so, nur so Dunkelziffern und die Schätzungen sind, dass ungefähr 2015 die Zahlen von 5 Millionen Kilogramm pro Jahr in Deutschland, ein Jahr nur Deutschland, 5 Millionen Kilogramm bis 20 Millionen Kilogramm pro Jahr benutzt werden. So in dem Range spielt sich das ab. 2014 oder 2013 kamen, glaube ich, die Risikominderungsmaßnahmen, die dazu geführt haben, laut der Biozidproduzenten, dass der Absatz von Giften wirklich nochmal in die Höhe geschossen ist. Sie kennen das, Sie alle haben wahrscheinlich mit Ihren Dienstleistern in den letzten Jahren von zum Beispiel 6 Besuchen pro Jahr auf 12 Besuche oder 24 erhöht. Sowas zum Beispiel. Und das hat dazu geführt, dass noch mehr Gifte gerade in die Umwelt gelangen. Also nicht nur im Betrieb, sondern auch draußen und auch in der Landwirtschaft. Ich habe hier mal so eine Palette abgebildet. Das ist eine Palette, eine Europalette, die ist 1,06 Meter hoch. Und diese Europalette habe ich mal fotografiert, mal ausgemessen, die wiegt 240 Kilo. Und wenn wir diese 5 Millionen Kilogramm jetzt mal nehmen, dann wären die Paletten, wenn ich die übereinander stapel, sind es 23.000 und die sind 78 Mal so hoch wie der Eiffelturm in Paris. Ich war letztlich noch mit meiner Freundin in Paris und stand vor dem Eiffelturm und dachte, boah, der ist ganz schön hoch. Und wenn ich jetzt überlege, da sind 3 Eiffeltürme, dann sehe ich ja fast die Spitze nicht. Also 78 ist schon echt mal eine Ansage in nur einem Jahr, nur in Deutschland. Dann habe ich nur mal aus Spaß geguckt, wie ist das denn mit dem Burj Khalifa in Dubai. Da war ich auch letztlich, weil wir da auch einen Partner haben, der mit digitalen Fallen arbeitet. Die Regierung von Dubai, ganz spannend übrigens. Und
es ist, wir haben es ausgerechnet, ich glaube 35 mal so hoch wie das Burj Khalifa. Und wenn sie davor stehen, dann wissen sie wirklich, was das für eine Menge von Ratten- und Mäusegift ist, die wir in die Umwelt einbringen. Und das Doofe ist halt, es sind persistente Stoffe, bioakkumulativ, also sich anreichernd, und die mittlerweile schon in der Mosel und so gefunden wurden. Auch da schließe ich mich der Vorrednerin an. Viele von diesen Sachen unterziehen sich jetzt erst dank des öffentlichen Interesses viel mehr einer grundlegenden Prüfung. Und es ist auch gut so, wenn Sie mich fragen. Ja, dann gehen wir weiter. Es geht um ein Konzept. Wir reden ja hier vor allen Dingen mit der Zielgruppe. Achso, Sie haben die Slides im Ordner. Die sind nochmal leicht verändert, die ich hier habe. Ganz am Ende der Präsentation übrigens gibt es nochmal von mir meine Kontaktdaten. Sie können mir einfach kommentarlos schreiben, dann schicke ich Ihnen die gerne nochmal zu. Wie gesagt, ich möchte hier auch wirklich als Berater agieren. Ich bin unabhängig, möchte nichts verkaufen. Wir arbeiten mit weltweit über 60 Schädlingsbekämpfungsdienstleistern zusammen. Vor allen Dingen natürlich die größten Namen, die ich jetzt nicht nenne, aber auch sehr viele Mittelständler. In über 60 Ländern finden Sie mittlerweile unsere Produkte. Mit unseren Distributoren kommen wir da wirklich selbst in Asien in die ganzen kleinen Länder rein. Und was das genau ist, das erkläre ich Ihnen gleich. Das geht nämlich jetzt aufs Konzept ein. Unser Konzept ist in der Schädlingsbekämpfung immer mehr gesunder Menschenverstand. Es ist nicht ein hochkomplexes Werk, es ist wirklich viel davon ist gesunder Menschenverstand. Vor allen Dingen, je mehr wir weggehen von Giften, denn es hat sehr viel damit zu tun. Stellen Sie sich vor, das hier ist Ihr Betrieb, dass ich meinen Betrieb dicht mache, wenn da ein Loch ist, wo eine Maus rein und rausrennen kann, dann mache ich das Loch zuerst dicht. Wenn hier zum Beispiel Dreck rumliegt, Hygienemängel bestehen, dann beseitige ich die. Und dieses Konzept nennt sich IPM, das ist nichts Neues. Es kriegt aber gerade einen riesen Push, eine riesen Revolution, auch dank gesetzlicher Unterstützung. Das heißt Integrated Pest Management. Das bedeutet, ich schaue mir den Betrieb an, mache die Löcher dicht, mache ordentliche Kontrollen, sorge für bessere Hygiene. Und das ist die Grundlage für die Schädlingsbekämpfung. Also relativ Common Sense. Das hier ist nochmal die IPM-Pyramide. Sie kennen das wahrscheinlich alles, deswegen springe ich da jetzt nur kurz drüber. Es geht hier um bauliche Maßnahmen, physikalische Maßnahmen, also zum Beispiel Fallen aufstellen oder sowas. Dann geht es um die biologische Kontrolle, zum Beispiel Schlupfwespen oder andere Mittel. Und dann habe ich ganz oben erst die Spitze des Eisbergs, die Pestizide. Aber aktuell ist es wirklich so, dass diese Pyramide immer noch auf dem Kopf steht. Das heißt, unsere Industrie hat es wirklich geschafft, aus den Pestiziden, Rodentiziden ein Businessmodell auch zu machen, muss ich fairerweise sagen. Denn damit lässt sich natürlich Geld verdienen mit den Kontrollintervallen. Und ich würde das in Frage stellen, dass es noch das approbateste Mittel ist, vor allen Dingen dank der Konzepte und Helferlein, die wir heute haben. Ich möchte aber auch unabhängig bleiben. Meine Meinung ist da vielleicht ein bisschen extrem. Die Dienstleister werden Ihnen teilweise dasselbe erzählen, teilweise anderes. Einen ganz großen Rat habe ich. Gehen Sie auf die größten Websites, Rentokil, Anti-C-Max, oder googeln Sie mal Digital Pest Control, digitale Schädlingsbekämpfung. Der erste das erste Suchergebnis auf Google ist Bayer, ein Hersteller von Herbiziden, Insektiziden und Rodentiziden und noch viel, viel mehr Chemie, Sie wissen es, auch human. Und Bayer selbst hat erkannt, wir machen eine digitale Mause-Rattenfalle, weil das in Zukunft unsere Branche verändern und maßgeblich das Produkt sein wird, worauf die Schädlingsbekämpfung sicherlich in den nächsten 5 bis 10 Jahren sich hinentwickeln wird. Deswegen haben wir auch hier schön mit der GESA-Gruppe jemanden hier, der heute auch mit dem digitalen System wirbt. Also das ist sicherlich die Gegenwart und Zukunft. Jetzt kommen wir zum ersten Schritt. Ich zitiere hier mal Dr. Robert Corrigan. Das ist der weltanerkannteste Rodentologist, also Nagerforscher für Schädlingsbekämpfung. Und Dr. Robert Corrigan sagt auch immer, dass es Monitoring und IPM die absolute Basis für die Schädlingsbekämpfung ist. Ja, jetzt stelle ich ein paar Produkte vor, nur dass Sie sich vorstellen können, was es genau ist. Wir haben ja mal ein Produkt, was von IFS und AIB approved ist, mit den Standards, auch das erste von AIB. Da sind wir sehr stolz drauf, weil AIB ja häufig gesagt hat, keine Adratantien, keine Köder- oder Monitoringprodukte im Betrieb. Das ist, wenn Sie es hier sehen, das sind so kleine Kunststoffblöcke, ungefähr so groß, sieht aus wie ein Giftblock, ist nur aus synthetischem Bioplastik, ist weich wie ein Gummibärchen und riecht nach Schokolade, Fisch, Fleisch oder sonst was. Können Sie Wasser drüber schippen oder im Außenbereich liegen lassen. Es kommt eine kleine Köderbox, da gehen die Nager rein, knibbeln da dran, dann öffnet irgendwie ein Schädlingsbekämpfer bei der Routineuntersuchung diese Box und sieht, da habe ich ein Mäuschen drin oder nicht, und kümmert sich dann um eine Bekämpfungsmaßnahme. Schädlingsbekämpfung ist immer unterteilt, Monitoring, Bekämpfung. Ja? Und das Monitoring ist sicherlich, wir sind in einer Lebensmittelindustrie und nicht auf dem Bauernhof, wo ein offenes Getreidesilo meinetwegen ist. Und hier haben wir hauptsächlich mit Monitoring zu tun, hoffentlich, und nicht mit Bekämpfung. Deswegen ist das ein approbates, tolles, allergenfreies, synthetisches Monitoringprodukt, was wir weltweit verkaufen und was auch schon ein paar Awards gewonnen hat.
Dann geht es viel um Fallen. Also ich zeige Ihnen nur ein paar von den Produkten. Wir stellen auch selbst Fallen her. Wir haben zum Beispiel die einzige Paragraph 18 vom Blauen Engel auch zugelassene Mauseschlagfalle. Da geht es um Infektionsschutz, da geht es um Tierschutz, da geht es um humanes Abtöten. Sie müssen sich vorstellen, wenn jetzt ein Schädlingsbekämpfer zu Ihnen in Betrieb kommt und Ihre Mäuse- und Rattenboxen kontrolliert, ist er direkt wieder weg und ist erst in 30 Tagen, zum Beispiel in einem Monat oder sowas, wieder bei Ihnen. Das heißt, innerhalb dieser Zeit kann viel passieren. Auch wenn eine Maus oder Ratte Rattengift oder Mäusegift zu sich nimmt, dann dauert es bis zu 5-6 Tagen, bis sie wirklich irgendwo im Betrieb versterben. Bei einer Falle ist es so, jeder von uns hat schon mal wahrscheinlich eine Mausefalle zu Hause gehabt, vielleicht auch nicht, drück in die Daumen. Wenn die zuschlägt, die Maus hat keine Wahl, dann muss sie das Gift nicht schmecken, dann muss sie keine Resistenz oder Köderscheu haben. Die Maus ist dann einfach tot und im besten Fall human abgetötet. Das ist unsere Paragraph 18 Falle. So, jetzt kommen wir zum Tierschutz. Tierschutz sagt, ist auch wie im Jagdschutzgesetz, dass die Fallen einmal am Tag kontrolliert werden müssen. Ist relativ naheliegend, wenn eine Maus mit einem Bein oder Schwanz oder sowas gefangen und festgehalten wird oder so billige China-Fallen nur so ganz lasch zuschlagen, mal sage ich jetzt mal despektierlich, dann ist es inhuman und das wird mittlerweile gemessen und ist immer wichtiger. Wir in Deutschland sind da sicherlich Vorreiter, Schweden aber auch, Norwegen und England, die haben die Standards auch schon anerkannt und da arbeiten wir auch daran, dass es noch stärker im Markt durchgesetzt wird, weil auch hier ist ein humanes Abtöten wichtig. Und Tierschutzgesetz verlangt, wie gesagt, die tägliche Überwachung und Sie sehen schon hier ist so eine Antenne drin und ein Akku. Wir machen natürlich digitale Fallen, da gehe ich gleich drauf ein. Auch ein approbates Mittel ist von uns eine Pestcam, die wir an Dienstleister verkaufen. Das ist im Endeffekt eine Wildkamera, wenn Sie sich das so vorstellen, wo zum Beispiel so Zwischendecken oder sowas oder Außenbereich oder schwer zugängliche Räume mit überwacht werden können. Das ist jetzt zum Beispiel ein Foto, da haben wir auch drei verschiedene Modelle, die mit Foto- und Videoübertragung Ihnen einfach helfen, nicht nur sich auf einen Menschen zu verlassen, der durch den Betrieb läuft und sich Sachen anschaut, sondern auf digitale, transparente Überwachungsmöglichkeiten. Denn es ist einfach menschlich. Diese Betriebe verdienen natürlich auch Geld mit der Dienstleistung. Und Sie wissen es, wenn hier eine Box, also stellen wir vor, die Koffer sind hier Boxen, dann renne ich von Koffer zu Koffer zu Koffer und ganz schnell zum nächsten Kunden, damit ich meine Marge, meinen Profit im Unternehmen noch darstellen kann. Denn all die Unternehmen sollen unbedingt ja auch Geld verdienen, müssen sie auch, damit sie innovieren können, investieren können, um weiterhin besser und im Markt wettbewerbsfähig zu bleiben. Aber nichtsdestotrotz laufe ich als Schädling, ich habe das ja auch gemacht, ganz am Anfang während des Studiums habe ich es auch gemacht, von Box zu Box läuft man einfach und man kriegt irgendwann Scheuklappen, stellen sich vor, sie laufen jeden Tag zu Kunden und laufen Boxen ab, weil das sind die Punkte, die sie kontrollieren müssen, dann entwickeln sie irgendwann einen Scheuklappenblick und eigentlich sind Schädlingsbekämpfer ja IHK hauptsächlich geprüft. In Deutschland haben wir einen tollen IHK-Standard zum Beispiel. Wir haben auch noch andere Ausbildungszertifikate für Schädlingsbekämpferinnen und Schädlingsbekämpfer. Die sollen eigentlich das machen, wozu sie trainiert sind. Die haben tolles Wissen und das bleibt natürlich häufig auf der Strecke, wenn ich effizient schnell durch den Betrieb rennen muss. Deswegen sagen wir, das ist so eine unserer Basisthesen, mach einfach die Fallen digital, ob es eine Mausefalle, Rattenfalle, Mottenfalle, was auch immer ist. Da muss der Schädlingsbekämpfer, der Techniker, der bei Ihnen die Dienstleistung macht, nicht mehr von Box zu Box rennen. Also auch, kann er ja gerne machen, soll er auch gerne machen, muss die pflegen ein paar Mal im Jahr, alles gut, reingucken. Aber er muss nicht jede Box immer wieder öffnen, was Zeit konsumiert ist, sondern er hat Zeit, sich zwischen Box 1 und Box 2 und Box 3, und manchmal haben sie hunderte, manche von Ihnen haben vielleicht tausende Boxen, sich dann so umzuschauen, auf die Knie zu gehen zum Beispiel oder hier oben mit der Taschenlampe zu gucken oder hier unten drunter. Also das, was ein Schädlingsbekämpfer halt so macht. Sie alle wissen das. Und da helfen digitale Produkte. Eine Marke von uns heißt Emitta. Das ist seit 2006, habe ich ja schon gesagt, machen wir ein großes Portfolio von verschiedenen Fallen für Mäuse, für Ratten und in 2020 kommen auch verschiedene Produkte raus für Insekten zum Monitoring. Da sind verschiedene Sensoren verbaut, da sind verschiedene Technologien verbaut, von Bluetooth zu Wi-Fi für den Endkunden, aber für die Industrie reden wir da von anderen Technologien wie in Ocean, Long Range, 2G, 3G, 4G, bald 5G, Cat-M, Narrowband IoT, Sigfox oder auch LoRa. Das alles sind approbate technische Mittel, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Ich will einfach nur sagen, es gibt ein großes Portfolio von digitalen Fallen, die von Südafrika bis Finnland, bis wo auch immer funktionieren und sind alles verschiedene Modellen, da kommen verschiedene Boxen drum, ist super flexibel und diese Dinger werden natürlich 100% digital gemonitort. Wenn Sie jetzt in der QM arbeiten, kann Ihr Team oder Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können eine App haben, in der die Fallen dokumentiert werden. Hier steht dann zum Beispiel, oh, da ist eine Falle 1 und dann können Sie hier draufklicken, wenn das Handy vibriert und sagen, ja, das ist ein Fang oder kein Fang, können Foto hinterlegen und eine Location. All das ist natürlich einbindbar und bei uns auch eingebunden in eine Online-Dokumentation.
halte ich für unglaublich wichtig in 2019, wenn die Dokumentation und die digitalen Fallen nicht online einsehbar sind, intuitives System, dann ist es im Audit, finde ich, hinderlich. Wir sind 2019, keiner von uns geht noch ins Reisebüro oder was weiß ich, viele von uns nehmen U-Bahn statt eines Taxis. Ich finde, es muss wirklich Standard sein, dass wir solche digitalen Helfer zur Hand nehmen, denn wer noch einen Ordner rausholen muss, darin blättert, das ist einfach nicht mehr, finde ich, Status quo, und die Digitalisierung hilft uns da, in der QM einfach transparenter zu sein. Ja, ein witziger Fakt ist, wir machen das ja seit 2006 und früher wurden wir halt echt ausgelacht für digitale Fallen. Heute ist es unser Bestseller international. Die digitalen Fallen sind mittlerweile in 25 Ländern unterwegs mit Schädlingsbekämpfungsdienstleistern und Partnern von uns. Und früher wurden wir dafür echt ausgelacht, wie ihr macht eine digitale Mausefalle. Ich muss zugeben, selbst heute Morgen hatte ich mit einem Geschäftspartner, der gerade in Paris ist, ein Gespräch und der sagte auch, das war der Renner. Alle haben sich drüber totgelacht. Es ist ja auch einfach witzig, muss man sich mal überlegen. Eine digitale Mausefalle, lacht ja erstmal jeder drüber. Aber de facto ist es ja ein Business Case. Und ich nehme mal zur Hand dieses Beispiel. Freunde von mir hat ein sehr großes Logistikunternehmen und die machen da schon, also wirklich führend in Europa, und die machen schon sehr viel mit autonomen Fahrzeugen, wie die auch bei Amazon so rumfahren. Diese kleinen Dinger, die BMW jetzt auch entwickelt hat. Und 40%, deswegen fand ich das so spannend, weil ich konnte es mir auch nicht vorstellen, 40% der Intralogistik, also Logistik, die in einem Gebäude vollzogen wird oder von Hof zu Hof, die passiert schon 100% autonom. Nicht teilautonom wie unsere Autos, die bremsen und beschleunigen und so, die Spur halten, sondern vollautonom. Und das Witzige ist, dass die Gegend, die Stimmen, die uns sagen, ja, digitale Schädlingsbekämpfung, das macht doch keinen Sinn. Also wenn das schon funktioniert und wir können uns keine digitale Mausefalle vorstellen oder eine Mottenfalle, ja, also ich denke, das hebt die These ganz gut auf. Und das soll so eine rhetorische Frage sein. Dann sagen manche, ja, das ist die Zukunft. Dann sage ich immer, nein, das ist die Gegenwart. Wir machen das de facto schon seit 2006. Ich rege nochmal an, schauen Sie nicht auf mich. Ich bin nur ein kleiner Hersteller von digitalen Fallen. Schauen Sie auf Anticimex, Rentokil und wie sie alle heißen. Das sind die Marktführer aktuell noch im europäischen Markt, die größten Unternehmen, Milliardenkonzerne. Wenn Sie eingeben Anticimex Annual Report, auf die PDF gucken. Schauen Sie mal, habe ich sogar noch offen, glaube ich. Habe ich noch offen? Zeige ich Ihnen einmal. Hier. Annual Report von Anticimex, dritte Seite, hier oben, was sehen Sie? Digitale Schädlingsbekämpfung. Nur, dass Sie es mal sehen, das ist nicht irgendwas, was ich als Spinner mit meinem kleinen Familienunternehmen oder mit unserem Familienunternehmen, das wir sind, aus Paderborn uns ausgedacht haben. Das ist was wirklich weltweit die Schlüsselstrategie der führenden Dienstleister unseres Sektors ist. Und nicht, weil man damit mehr Geld macht, sondern weil es transparenter und besser ist. Deswegen ist es nicht die Zukunft, es ist absolute Gegenwart. Anticimex kommt gleich noch, hier ist es schon ein Beispiel, die sind ein Partner von uns, deswegen durfte ich die Zahlen rezitieren von Håkan Kjellberg, das ist der technische Leiter von denen. Die arbeiten aktiv daran, das sagt auch der Vorstand, diese Antikoagulantien, Rattengift, Insektizide stark zu reduzieren. Die haben über 60.000 digitale Fallen nur in Schweden. Ich weiß, dass die mittlerweile 120.000 weltweit haben. Wir haben zum Beispiel so als Kennziffer so 60.000 mit unseren Partnern am Markt. Und zum Beispiel die Kilos von Rontiziden, die gebraucht haben, haben sie von 200.000 auf 100.000 reduzieren können. Also das ist nicht nur irgendwas, ein spinnertes Konzept, was wir uns ausdenken, was im Mittelstand funktioniert, sondern was wirklich in der Großindustrie angekommen ist. So. Es geht um ein ganzheitliches Konzept, hier habe ich es nochmal aufgeschrieben. Im Endeffekt habe ich es gerade schon mal erklärt, IPM, digitale Doku, weniger Routine, mehr proaktiv. Sie können sich ja vorstellen, wenn alle Ihre Fallen digital sind, dann kommt Ihr Schädlingsbekämpfer nicht mehr in einem Monat vorbei, sondern Sie kriegen irgendwie eine SMS und da steht drin, morgen um 17 Uhr kommen wir zu Ihnen, weil Falle 114 gemeldet hat, dass da eine Hausmaus gefangen worden ist. Also sehr spezifisch. Oder Sie haben eine, was weiß ich, eine Ameise oder eine Motte in Falle 423.1 im Lager 4. Also es wird sehr spezifisch und proaktiv, weniger darauf hin, dass man einmal im Monat kommt und dann alle Fallen kontrolliert. Das hat also für Sie bessere Effekte. Ich gebe Ihnen ein kleines, cooles Beispiel, das mag ich. Weil normalerweise ist es so, dass ein Schädlingsbekämpfer eine Falle 2 bis 3 Minuten lang bei einer einzigen Falle verbringt, sagen wir 2 Minuten, weil es leichter ist zu rechnen, und diese somit 24 Minuten pro Jahr kontrolliert. 24 Minuten pro Falle pro Jahr. Wenn Sie jetzt eine digitale Falle da einbauen, dann sind es 24 Stunden am Tag und 525.000 Stunden pro Jahr. Es ist also eine Effizienzsteigerung in nur einer Falle von über 100.000%. Also richtig krass. Und das ändert ja Ihre Dienstleistung nicht. Also ich sage nie, ja, demnächst wird alles mit Maschinen passieren und Sie brauchen keine Schädlingsbekämpfer mehr. Natürlich brauchen Sie die. Aber der Schädlingsbekämpfer wird vom einfachen Boxenkontrolleur oder Giftwerfer hoch befördert zu einer aktiven Beratung von Ihnen. Weil Sie brauchen ja nicht irgendwie so einen Giftkontrolleur. Sie brauchen jemanden, der proaktiv mit der QM zusammenarbeitet auf Augenhöhe. Ja, und das ist meine These, dass digitale Fallen dabei ganzheitlich helfen können. Ich durfte hier von unserem Kollegen von Biotech Lute ein paar Screenshots einmal zeigen zur digitalen Doku. Ich finde, digitale Doku ist
absolutes Muss. Hier sieht man so ein bisschen, ich bin da wie gesagt nicht so ganz tief drin. Ich lerne es aber gerade. Das ist eine Trendanalyse. Und sehen Sie die Monitore und Vertragsdaten, die Sicherheitsdatenblätter. Also ist all das, was ein Auditor einfach abfragt. Ganz, ganz wichtig sind hier, das finde ich richtig cool, das war auch was, was ich mit angeregt habe, dass Sie das noch mehr machen, sind die Empfehlungen. Ein Empfehlungsmanagement ist unglaublich wichtig im Betrieb, dass Sie wirklich einen Partner haben, der rumgeht und sagt, ey, das Loch ist noch nicht dicht oder hier sind Hygieneprobleme, kümmere dich mal drum. Dann können Sie auswählen, lasse ich das meinen Dienstleister machen, mache ich das selber, gebe ich das an die Facility Management Abteilung weiter. Das muss allerdings mit einem Schädlingsbekämpfer zusammen passieren, digital für alle einsehbar, wie ein Messaging-Tool, wie ein E-Mail-Client oder WhatsApp mit meinem Schädlingsbekämpfer, wo ich die Sachen abarbeiten und dokumentieren kann für meinen Auditor auch. Klar, eine Planfunktion, die ist echt ganz cool, da kann man so reinzoomen und rauszoomen und ich sehe dann immer die Historie hier von der Falle. Ich mache es nochmal weiter, weil hier sehen Sie es, es gibt bald ein Online-Webinar dazu. Ich kümmere mich jetzt darum, mich da richtig reinzuarbeiten und das System vollumfänglich zu verstehen. Sie sehen, wir sind eine Familienunternehmensgruppe. Also ich bin als Futura hier als Hersteller, allerdings ist Biotech als unser Dienstleistungsunternehmen, unsere Schwester, natürlich ganz nah und deswegen mache ich da jetzt bald auch, können Sie sich online umsonst reinziehen. Ist ein Online-YouTube-Video, wie Herr Nöhle schon sagt, die neue Generation repräsentiere ich ja hier quasi. Das heißt, alles auf Twitter, YouTube, LinkedIn und was auch immer. Das heißt, das finden Sie bald online. Was übrigens auch bald kommt, ist eine Customer Success Story von Rapunzel. Wir dürfen von manchen Kunden von uns die Namen nennen und mit denen zusammen über die Erfolge und die Effekte, die digitale und grüne Schädlingsbekämpfung hat, sprechen. Das haben wir mit denen gemacht. Auch das Video kommt in ein paar Wochen und da freue ich mich sehr drauf, weil das ist ja, glaube ich, ein Vorzeigebetrieb, ein Biobetrieb, die das komplette digitale und grüne Konzept schon umgesetzt haben und das macht wirklich Spaß, sich das anzuschauen. Also für Sie alle, glaube ich, eine coole Inspiration. Ja, und das ist nochmal mein Einblick in die Praxis. Also es gibt ja einfach ne, diese Skala hier, dass die Alternativen jetzt schon einfach im Markt sind, also es ist nicht die Zukunft. Deswegen, wenn man in die Industrie reinschaut und so einen Schnitt durchmacht, dann ist es jetzt schon Gegenwart und man sollte nicht nur wegen der Umweltrisiken, sondern wegen der Effizienz auch am liebsten jetzt schon handeln. Dann haben wir hier so polemisch einmal gesagt, lass uns nicht an irgendwas Veralteten festhalten und hier nochmal den alten Fernseher und dieses Radio eingeblendet, denn es ist wirklich so, dass viele Dienstleistungsunternehmen, wir sehen das ja, wir sind international tätig und haben mit vielen großen und mittelständischen, aber auch kleinen Dienstleistern zu tun und viele von denen sind ganz, ganz tolle Schädlingsbekämpfer, sogar exzellente Schädlingsbekämpfer, sind aber nicht vielleicht dafür bereit, ihre Branche neu zu denken oder möchten aus Grund von verschiedenen Gründen, manche sind vielleicht sogar monetär, ihre Dienstleistung verändern. Denn das ändert ja schon sehr viel in der Schädlingsbekämpfungsdienstleistung, ohne jetzt zu viel zu sagen. Und deswegen sind manche sehr defensiv und reden das Thema manchmal auch tot. Deswegen bin ich froh, dass es vor allen Dingen die marktführenden Unternehmen erkannt haben und den Markt dahingehend verändern. Das ist so ein bisschen eine Animation aus dem, was wir da täglich machen. Also in Zukunft können Sie sich darauf verlassen. Zukunft ist schon sicherlich nächstes Jahr. Wie gesagt, schreiben Sie mir gerne E-Mail, dann nehme ich Sie in den Newsletter mit auf und verteile da Informationen. In Zukunft wird es sicherlich so sein, dass alle Fallen, ob Mäusefalle, Rattenfalle, Mottenfalle, Schabenfalle, Käferfalle oder Insektenfalle, dass all diese Fallen digitalisiert werden und nicht nur mit Sensoren, sondern auch mit Kameras. Das heißt, Sie können und Ihr Dienstleister auch in die Falle hineinblicken, wenn Sie 1000 Fallen haben. Ist es sehr mühsam, jede Falle einmal am Tag schickt ein Bild oder zweimal, das manuell zu machen. Deswegen arbeiten wir natürlich mit verschiedenen Instituten zusammen, die künstliche Intelligenzmaschinen haben, zusammen, um mit einer künstlichen Intelligenz die Bilder abzugleichen, was kein was sehr gut klappt und das wird die Zukunft sein, dass Sie dann einfach nur noch die Bilder sehen, wo wirklich eine Maus in der Falle ist, wo eine Motte auf der Klebefolie ist und im besten Fall, dass eben das Insekt auch ganz genau bestimmt wird, wenn wir um Klebefolien zum Beispiel darüber reden. Ja, das ist die Zukunft. Die Gegenwart ist sicherlich jetzt schon da, deswegen ist mein großer Appell, machen Sie es nicht nur aus Umweltgründen, machen Sie es nicht nur, weil Ihr Standard das von Ihnen verlangt. Schauen Sie sich die Dinger mal an, sprechen Sie mit Ihrem Dienstleister oder auch mit anderen Dienstleistern. Ich bin zum Glück unparteiisch hier, das heißt, ich darf als Berater agieren, wenn Sie aus dem Ausland kommen ja auch ein paar, kann ich gerne auch ein paar Kontakte herstellen. Viele Schädlingsbekämpfer machen das schon, unter anderem auch, wie gesagt, die GESA, die heute auch hier ist, die haben auch ein System, also sprechen Sie mit denen und ja, ich kann einfach nur anraten, bleiben Sie da objektiv, probieren Sie es mal aus und geben Sie dem eine Chance. Es kann auf jeden Fall die QM und die gesamte Schädlingsbekämpfung für Ihren Betrieb deutlich besser machen und viele Risiken, die bei Ihnen vielleicht schlummern, proaktiv
vorbeugen. Ja, und hier sehen Sie nochmal meine Kontaktdaten. Schreiben Sie mir gerne, dann nehme ich Sie in den Newsletter auf und freue mich da auf den Diskurs. Also herzlichen Dank fürs Zuhören. Jetzt können wir ein bisschen Workshop machen, das ist mir ganz wichtig. Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben. Vielleicht kann ich ja was beantworten. Wie muss ich mir jetzt eine digitale Pheromonfalle vorstellen? Also ist da jetzt praktisch nur ein Fotoapparat und Sie mir das sparen, dann aufzumachen? Oder? Also eine digitale Pheromonfalle ist nach wie vor nichts anderes als eine Plastikbox, in der eine Klebefolie ist mit Pheromonen. Da verändert sich schon mal nichts. Das Einzige ist, dass wir da zum Beispiel Kamerasensoren einbauen, die Sie nachrüsten können. Ja, und die gucken dann einmal am Tag auf die Klebefolie, nehmen ein oder zweimal am Tag ein Foto auf. Diese Fotos werden mit einer Datenbank subsumiert und verglichen, ob eben Veränderungen stattfinden. Eine Veränderung ist, wenn Sie eine weiße Folie haben, dass hier ein Punkt ist, ne, also ein Insekt. Und dann werden Ihnen natürlich Informationen zugespielt, sobald ein Insekt drauf landet. Das gibt es noch nicht als Produkt bei uns zu kaufen. Es steht aber bei uns in der Firma als Prototyp, also ist damit zu rechnen, dass es 2020 auf den Markt kommt. Wird dann praktisch nur die Veränderung dokumentiert? Oder weil wenn Sie mal eine richtige Mottenfalle gesehen haben, also dann sitzen die praktisch übereinander, ja, und man kann sie kaum auszählen. Ja, das stimmt schon. Also es wird Step by Step wird die Innovation da passieren. Also erstmal haben Sie einfach nur eine Information darüber, dass ein Insekt da drauf ist. Ja, so wird es starten. Dann kann man sich ja schon mal drum kümmern. Das ist ja schon mal ein großer Mehrwert. Aber es geht natürlich zur Auszählung, es geht natürlich zur Bestimmung hin. Wir arbeiten auch mit einem der größten Hersteller von elektronischen Fliegenfanggeräten, mit diesen UV-Geräten, mit den Klebefolien zusammen, hauptsächlich für fliegende Insekten. Auch mit denen arbeiten wir schon 2 Jahre daran, dass wir eine digitale Auslesung natürlich des Insektes irgendwann bekommen. Also ich denke, alles, was Sie sich vorstellen können, was sicherlich auch technisch möglich ist, wir haben 1000 Euro Smartphones in der Tasche von Apple oder sowas, die alles Mögliche können. Natürlich wird die Technologie in der Schädlingsbekämpfung da nicht Halt machen. Auch alles, was Sie sich da vorstellen können, wird sicherlich irgendwann umgesetzt. Und das Schöne ist, vielleicht, das kann ich noch anregen, je mehr Lösungen es kommen, desto mehr Wettbewerb es auf diesem Feld gibt, desto ist immer so. Am Anfang war ein iPhone noch, oder ein iPhone ist sicherlich immer noch teuer, aber am Anfang war ein Smartphone noch teuer und vielleicht nicht so gut. Schauen Sie heute, was die Dinge alles können und wie günstig sie teilweise am Markt so erhältlich sind. Also Sie müssen auch nicht vor den Kosten scheuen. Es gibt wirklich Fallen, die sind günstig. Es gibt Fallen, die sind im Mittelfeld, sehr teure Fallen. Ohne dass ich jetzt die Hersteller namentlich nennen möchte, die alle haben ihre Daseinsberechtigung. Aber das wird sich natürlich alles, es ist ein offener Markt, da ist natürlich jetzt noch ein ganz neues Spielfeld, da wird sich extrem viel entwickeln. Es ist ja sehr oft, dass bei normalen Mausefallen die Maus ja nicht ganz getroffen wird und wie Sie dann schon sagten, sie hängt dann da drin und ist verletzt. Genau. Und dann möchte ich ja nicht immer warten, bis der zu einem Schädlingsbekämpfer kommt, ja, sondern mein Lagerleiter macht das dann oder so. Hm. Aber die Akzeptanz muss ja dann da sein, eine Maus zu töten. Also das ist ein Problem, was ich auf jeden Fall sehe, da haben Sie vollkommen recht und einen validen Punkt. Das kann ich allerdings nicht lösen mit Technologie. Ich kann sicherlich eine große Falle bauen, die es auch schon gibt, die sehr hochkomplex sind und die Tiere vergasen, die Tiere in einem Becken mit Alkohol gefüllt quasi tränken und dort schnell ertränken. All das ist noch fragwürdig. Es gibt also verschiedene Lösungen, aber ich würde sagen, ganz ehrlich, machen Sie es nicht zu kompliziert. Das ist ein Organisationsherausforderung. Das heißt, Sie brauchen jemanden in der FM oder QM oder einen Mitarbeiter, der dann auch eine App bekommt, der dann sieht, meinetwegen Fall 114 ist eine Maus drin, die ist nicht richtig gefangen, dass er die dann tierschutzgerecht tötet. Also gibt es verschiedene Kurse zu, da gibt es zum Beispiel die Firma IPM Pro. Kann ich übrigens jedem empfehlen, wenn es um Schädlingsbekämpfung, Evaluation geht, auch von den Dienstleistern, engagieren Sie einen Sachverständigen, engagieren Sie Leute wie IPM Pro, das sind unabhängige, vereidigte Sachverständige oder Auditoren, Biologen und sonst was, die auditieren für einen kleinen Betrag, je nachdem, wie groß Ihr Betrieb ist, Ihr Unternehmen und geben Ihnen Empfehlungen bezüglich dem, was Sie richtig machen in der QM, was Ihr Schädlingsbekämpfer richtig macht. Das würde ich Ihnen allen auf jeden Fall ans Herz legen. Kompletter unabhängiger Tipp von mir, einmal im Jahr, alle 2 Jahre mal zu machen, weil das gibt Ihnen eine unabhängige Sicht von außen. Denn Sie wissen, Schädlingsbekämpfung ist uns allen komplett egal, solange mal irgendwas passiert. Und dann sollten Sie auf jeden Fall vorbereitet sein. Welche Fallen sind heute tatsächlich am Markt verfügbar? Also Nagetiere, fliegende Insekten, Käfer, was Krabbeltiere, Schaben. Welche sind tatsächlich verfügbar und wie viel kostet eine Falle? Und wie viel kostet die Einrichtung eines Systems, sagen wir mal, mit 40 Nagetierfallen für meinen Betrieb? Ja. Also der Markt ist hauptsächlich konzentriert auf Nagetierbekämpfung, also Bekämpfung von Mäusen und Ratten, weil das ist der Hauptmarkt, immer noch um die 40-50%, auch in Deutschland. Es gibt sicherlich so um die 20 Wettbewerber, Mitbewerber, Hersteller von digitalen Fallen am Markt. Viele von denen achten Sie drauf, sind Startups, achten Sie auf, darauf, dass die Lösung schon lange am Markt ist. Denn wir reden hier nicht von irgendwas, was ich Ihnen hier auf dem Tisch vorführe, das können nämlich viele und es funktioniert super auf dem Tisch.
Mäuse und Rattenfallen sind entweder in der letzten Ecke, wo ganz viel Dreck und Substrat reinkommt oder Wasser oder sind draußen, wo eine Rattenfalle sich befindet. Also achten Sie darauf, dass die Dinger geprüft sind, dass sie hochqualitativ sind, dass ein Hersteller dahinter steht, der auch eine komplette digitale Anwendung hat. Apps und Online-Systeme sind häufig ein Zeichen dafür, lassen sich Zertifikate geben, denn häufig können diese Sensoren auch mit ihrer Infrastruktur kollidieren. Das wäre nicht so cool, wenn plötzlich das Logistiknetzwerk oder Kühlnetzwerk im Argen ist. Dann zu Ihrer nächsten Frage von dem Aufwand der Installation her. Ist es immer leichter? Früher musste ich zum Beispiel, wenn das hier mein Betrieb ist, über meine Mausefallen platzieren und da und da und da und da einen Router reinpacken. Dann wurden das immer weniger, weil die Reichweiten größer geworden sind. Und sie brauchen auch immer noch ein Gateway, was sie irgendwo hinhängen oder zwei, drei. Und die Technologie geht sicherlich dahin, dass wir all das nicht mehr brauchen. Wir nennen das bei uns Emitter Direct. Das ist ein Produktrange, was direkt sendet, ohne Gateways, ohne Repeater, ohne alles. Das macht die Installation so leicht, als würde ich einen Köder irgendwo platzieren. Also Sie stellen eine Falle irgendwo hin, klicken einmal in der App drauf und es ist wirklich fertig. Und jetzt kommen wir zu den Kosten. Der letzte Punkt. Ja, also es kommt immer darauf an, auf die Qualität. Ich denke, die Kosten sind gerade in einer Phase, wo es wirklich runtergeht zum Glück. Ja, also das ist immer herstellerunabhängig. Bei uns kostet zum Beispiel eine Standardfalle, ich gehe jetzt mal von einer Rattenfalle aus, je nach Stückzahl so um die 4 Euro im Monat. Das ist so ein Standardpreis. Man kann sie auch kaufen, allerdings sind bei uns häufig auch Übertragungskosten mit drin für unsere Server, für die SIM-Karten, die da drin sind, für die anderen Funkstandards, die wir benutzen dürfen, wo wir Lizenzen zahlen müssen. Also es ist immer eine Running-Fee, wie man so sagt, aber vom Kaufpreis sind aktuell Fallen so um die 100 Euro zu haben. Und wenn man die monatlich leased oder mietet, 4 bis 10 bis 15 Euro, je nachdem, was es für ein Hersteller ist, was sie kann. Wenn es nur eine Klappfalle ist, dann reden wir ja von dem gerade genannten niedrigen Betrag. Wenn es ein hochkomplexes Produkt ist, was groß ist und was ganz viele Tiere fangen kann, kann sowas auch schon mal schnell so um die 600 Euro kosten. Und das ist so der Range, in dem sich das befindet. Können Sie mich gerne mal fragen, da kann ich gerne Empfehlungen abgeben. Jetzt reden wir von den 40 Fallen. Da können Sie einfach hochsummieren. Also Sie brauchen ja, es gibt verschiedene Lösungen, wo Sie noch ein Gateway bezahlen müssen. Die sind manchmal sehr teuer, die kosten 500 bis 1000 Euro. Nur mal, um was hier reinzuwerfen, nageln Sie mir nicht auf 100 oder 200 Euro fest oder auf laufende Kosten, aber das ist aber um den Dreh kostet halt so ein Gateway und die Fallen kosten dann das gerade genannte. Je nachdem, was Sie sich da aussuchen, vom VW Golf bis zum Porsche 911. Also nehmen wir mal monatliche Mietkosten, haben Sie gesagt, zwischen 4 und 15 Euro. Nehmen wir jetzt 10 Euro, kostet eine Falle pro Monat Miete. 40 mal 10. Ja, also 40 mal 10 macht 400 Euro pro Monat. Genau. Im Jahr 4.000, 5.000 Euro im Jahr und dann brauche ich noch die Installationskosten für die elektronische Infrastruktur. Wenn Sie eine Infrastruktur brauchen, wie gesagt, bei vielen Lösungen. Oder wenn ich mein Haussystem benutzen kann, ein WLAN-System, dann geht es dann. Nee, oder auch komplett autark. Ne? Also, dass Sie gar nichts brauchen. Ja, genau. Gut. Also, dass ich ungefähr weiß, 40 Fallen sind ja jetzt nicht besonders viel. Wenn Sie einen größeren Betrieb haben, haben Sie viel mehr. Das ist also für 40 Fallen 5.000 Euro ist jetzt eine ganz grobe. Ja, von bis. Also ich denke, es gibt auch welche für 2.000, es gibt welche für 20.000. Es gibt das gesamte Range. Ich empfehle eigentlich nie, das zu kaufen. Das gibt es auch ganz selten. Es macht keinen Sinn, es zu kaufen, weil wir als Hersteller und das bei allen unseren Mitbewerbern auch so, haben Kosten, die wir laufend tragen müssen. Heißt, wenn ich Ihnen jetzt ein Stück Mausefalle verkaufe, sagen wir mal 50 oder 100 oder 200 Euro, was auch immer, je nach Fasson, dann habe ich ja auch noch in 3, 4, 5, 6 Jahren Kosten dafür, weil ich der Betreiber bin, die App bezahlen muss, Serverkosten, Updates, SIM-Karten und deswegen ist es meistens eine Sache, wo Sie ein paar Euro im Monat für eine Falle zahlen. Und jetzt nochmal zu dem Auslesen. Kann ich das System komplett alleine bedienen, wenn ich es möchte? Sprich, ich brauche nicht jemanden von Ihnen oder von irgendeiner Organisation, der kommt. Kann ich jeden Tag auf meinem Bildschirm gucken, wo ist was passiert, beziehungsweise ich bekomme ja gleich eine elektronische Auswertung, wie Sie gesagt haben. Das heißt, ich kriege eine Mail, gehen Sie da und dahin. Kann ich das komplett alleine machen oder bin ich angewiesen auf einen Dienstleister? Also Sie können es sicherlich komplett alleine machen, das gibt es auch bei uns der Fall, aber sicherlich unter 5% unserer Kunden sind Lebensmittelkonzerne, die das alleine machen oder Pharmakonzerne. Sie können es, Punkt. Ja, ist möglich, wenn Sie den Aufwand und das Personal haben, das zu tun. Ich empfehle jedoch immer, dass Sie das mit dem Dienstleister machen, weil es geht nicht nur darum, dass man eine Falle irgendwie connectet, es geht da auch um Verantwortung, wer übernimmt die Verantwortung für die Falle und Sie brauchen immer einen Dienstleister, der Ihnen rundherum hilft. Ja? Es geht nicht nur darum, okay, Dienstleister, ich kündige den Vertrag, kaufe mir 100 digitale Fallen und fertig. Sie brauchen immer noch, der muss dann vielleicht nicht mehr die Fallen kontrollieren, dann können Sie vielleicht darüber verhandeln, dass der in der Dienstleistung deutlich günstiger ist, aber Sie brauchen nach wie vor wahrscheinlich noch für die Rundgänge einen. Für die digitalen Fallen, ganz ehrlich, unsere
unser Kriterium ist immer da, dass meine Mutter zum Beispiel, oder die ist jetzt 64, das installieren kann mit der App. Das heißt, es ist jemand, der jetzt nicht ein Digital Native ist, so wie ich als Generation Y, sondern jemand, der nicht alle Tage ein Handy in der Hand hat. Es ist wirklich unglaublich einfach. Sie haben innerhalb von wirklich 10 Sekunden, müssen einen Namen eingeben, die Falle scannen, dann ist sie installiert, dann sendet die, sie können auch nur eine kaufen. Zum Ausprobieren bei sich ins Lager stellen, dann ist es fertig. Wir haben vom kleinen Kunden, der sagt, ich will eine für zu Hause haben, bis zur Supermarktkette in England eine große, die komplett ausgestattet ist, bis hin zu der Lebensmittelindustrie. Ich darf offiziell sagen, Nestlé in der Schweiz war einer unserer der ersten, die das mit umgesetzt haben mit uns. Das sind so Referenzen, also wir können von klein bis groß alles. Und ob sie es selbst organisieren, da habe ich schon alles gesehen. Leute, die gesagt haben, wir machen das komplett alleine. Ja, danke, wir kaufen das von euch, mieten das von euch, fertig. Und dann haben es Leute nur vom Schädlingsbekämpfer genommen. Und alles dazwischen von top to bottom ist möglich. Das heißt, ich kann mir auch, was Sie eben gesagt haben, ein, zwei Fallen zur Probe mieten. Stelle ich irgendwo hin, wo ich weiß, da sind immer Nagetiere. Probiere das 3 Monate aus und dann... Würde ich sogar empfehlen, weil das ist das ehrlichste und transparenteste. Ja. Denn die Alternative ist, Sie gehen zu Ihrem... Sie haben ja gar keine Ahnung von digitaler Schädlingsbekämpfung, ob das Produkt gut oder schlecht ist. Ihr Dienstleister sagt Ihnen natürlich, das ist super, das ist das Beste, kauf das bei mir, ich mache das schon so lange. Aber ich rate, bin da ja auch selbst jetzt für mich jetzt nicht unbedingt förderlich, kein guter Verkäufer vielleicht, aber ich möchte wirklich, aufgrund der Fairness und Transparenz, kann ich Ihnen wirklich allen sagen, probieren Sie es mal aus. Ja, nehmen Sie sich von Hersteller A, B und C vielleicht eine Falle ins Lager oder ins Büro, probieren Sie es, wie Herr Nölle sagte, 3 Monate aus, eine Falle mal 3 Hersteller oder 4, 5, kann nicht viel kosten. Das werden Sie sicherlich vom Budget freigegeben bekommen. Und dann können Sie es mal ein halbes Jahr ausprobieren, dann können Sie mitreden. Das wird in 5 Jahren viel, viel größer sein als heute das Thema. Und dann haben Sie ein bisschen Erfahrung gesammelt. Also das kann ich wirklich empfehlen. Schönen Dank. Danke auch vielmals. Danke. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war auch schon der kleine Vortrag mit ein paar Fragen am Ende. Hat super viel Spaß gemacht mit dem Bersi Zusammenarbeit. Ist auch immer klasse. Genauso wie auch mit dem DPS, der praktische Schädlingsbekämpfer, die Deutsche Zeitschrift für Schädlingsbekämpfungsfachthemen. Danke nochmal an die beiden für die Unterstützung und dafür, dass ich als Forum im Bers in der Jahreshauptversammlung in Frankfurt den Vortrag halten durfte. Für jeden, der noch Fragen hat, der unsere Präsentation haben will oder der einfach mehr darüber erfahren will oder eventuell auch spannende Interviewgäste für unser Talking Pest Management hat, bitte in die Kommentare schreiben oder liken und den Kanal abonnieren. Und für jegliche Anfragen freuen wir uns einfach wie immer von euch zu hören, ob auf LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, wie auch immer. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Ciao.